Gemeinsam für den Frieden, Ausländergewalt und Gendersprache, das sind diese Woche die großen Themen im Sächsischen Landtag. Und darüber spreche ich heute mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban, mit dem innenpolitischen Sprecher Sebastian Wippel und mit dem kulturpolitischen Sprecher Thomas Kirste. Herr Urban, Sie haben für das Plenum einen Antrag gestellt mit dem Titel Verhandeln ist ein mutiges Wort gemeinsam für den Frieden. Warum ist es denn heutzutage mutig zu verhandeln und nicht etwa Krieg zu führen, wie das die Altparteien machen? Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Es ist heute und jetzt in Deutschland so, dass wenn man sich für den Frieden ausspricht und für eine Verhandlungslösung in dem Krieg, der seit jetzt 2 Jahren aktiv, seit 2014 schon in der Ukraine tobt, dann muss man gewahr sein, dass man einen Shitstorm erlebt. Dass man als Putin-Versteher gebrandmarkt wird, als jemand, der gegen die Freiheit und gegen die Demokratie ist. Also wenn man heute sagt, bitte Frieden, setzt euch für den Frieden ein, dann wird man tatsächlich diffamiert und muss sich dem öffentlichen Druck aussetzen. Und deswegen ist es mutig zu sagen, ich bin für den Frieden und ich bin für Verhandlungen. Und deshalb haben wir natürlich auch das Wort des Papstes aufgegriffen, der aufruft, für den Frieden zu sorgen, indem man eben auf eine Verhandlungslösung in diesem Konflikt setzt. Nun ist es nicht nur der Papst, der immer wieder sagt, man solle verhandeln, sondern auch der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Würden Sie auch Herrn Kretschmer als einen mutigen Vorkämpfer für den Frieden bezeichnen? Also beim Herrn Kretschmer muss man natürlich sagen, der Herr Kretschmer ist immer sehr ungenau und er versucht immer beide Seiten zu bedienen. Wir hatten jetzt die Situation, dass der Papst sich für Frieden ausgesprochen hat. Er hatte gesagt, es ist auch mutig, die weiße Fahne hochzuhalten, weil es ja am Ende darum geht, dass Menschen sterben oder weiterleben können. Und dort ist der Papst von den deutschen Medien, aber auch von vielen Politikern der Altparteien angezählt worden, dass er sozusagen in die falsche Richtung argumentieren würde. Man müsste die Ukraine weiter mit Waffen beliefern, das wäre der richtige Weg und der Papst sieht das falsch. Und Herr Kretschmer hat Verständnis geäußert für die Äußerung des Papstes. Soweit, so gut. Mir fehlt aber aus Sachsen heraus eine wirkliche Initiative und der Ministerpräsident könnte diese Initiative ergreifen, dass man eben auch hier in Deutschland sagt, es gibt ein Bundesland, das sind wir, das sind Sachsen. Wir setzen uns offensiv dafür ein, dass die Bundesrepublik auf Diplomatie setzt und nicht auf Waffenlieferungen. Und das höre ich immer nicht. Er hängt sich immer gerne an so Dinge mit dran, wie jetzt diese Äußerung vom Papst, aber Eigeninitiative fehlt da bisher. Deswegen unser Antrag im Plenum. Wir geben der CDU und auch Herrn Kretschmer die Gelegenheit, hier tatsächlich initiativ zu werden und zu sagen, hier von Sachsen aus, wir wollen auch als sächsisches Parlament, dass Frieden möglichst schnell hergestellt wird. Und da ist es die Rolle Deutschlands eben nicht, immer mehr Waffen zu liefern, sondern muss es die Rolle Deutschlands sein, für Diplomatie zu sorgen. Und glauben Sie, dass sich auf diesem Wege, nehmen wir mal an, Sachsen, viele andere Bundesländer, vielleicht auch Staaten aus Europa, vielleicht auch Brasilien und eben die katholische Kirche appellieren an beide Seiten, eine Kompromisslösung zu finden? Sehen Sie dann die reale Chance, dass innerhalb kürzester Zeit ein Friedensschluss erzielt werden könnte oder zumindest eine Waffenruhe? Die Chance besteht auf alle Fälle. Wir wissen ja, dass schon zu Beginn des heißen Konflikts jetzt 2022 es gab Verhandlungen, die waren angebahnt zwischen Russland und der Ukraine. Die waren schon relativ weit fortgeschritten. Man war dort bereit, sich zu einigen, auch mit Kompromisslösungen, die eben keine Absolutforderungen waren. Das ist damals torpediert worden, sage ich mal, vom Westen. Herr Johnson war da im Auftrag des Westens, hat Herrn Zelensky gesagt, wir sind noch nicht bereit für einen Frieden. Du kriegst von uns alle Waffen, die du willst, um den Krieg zu führen. Bitte führ den Krieg. Damit ist die Verhandlungslösung vom Tisch gewesen und seitdem sind eben Hunderttausende Menschen gestorben, weil dieser Krieg weitergeführt wird. Und ich glaube, ohne die Unterstützung des Westens, und da gehören wir eben auch dazu, für Herrn Zelensky ist er gar nicht in der Lage, den Krieg zu führen. Das heißt, wenn die Signale aus dem Westen deutlich werden, wir wollen eine Verhandlungslösung, dann wird auch Herr Zelensky sehr schnell einlenken und sich wieder an den Tisch setzen, an dem er schon mal gesessen hat vor 2 Jahren. Und welche konkreten Vorteile sehen Sie dann langfristig für Deutschland? Also ich fange dort tatsächlich mal nicht mit Deutschland an. In diesem Krieg sterben jeden Tag Menschen. Und das sind mittlerweile mehrere Hunderttausend auf beiden Seiten. Und diesem Sterben muss ein Ende gesetzt werden. Also das ist nicht akzeptabel, dass für so eine Auseinandersetzung so viele Menschen sterben müssen. Und deswegen muss das auch das erste Ziel sein, dass dieses Sterben aufhört. Für uns Deutsche bedeutet das natürlich auch eine Entlastung. Wir wissen, wir haben Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge in Deutschland, zum Teil tatsächlich auch Flüchtlinge, die vor dem Krieg flüchten, aber auch viele, die vor dem Kriegseinsatz flüchten. Wir haben sehr viele junge Männer hier, die nicht in diesem Krieg verheizt werden wollen. Und
Die belasten erstmal unser Sozialsystem, die belasten unseren Wohnraum, die belasten unser Gesundheitssystem. Das wäre eine Entlastung für uns, aber das kann nicht die oberste Priorität sein, die wir uns setzen müssen, sondern es geht erstmal wirklich darum, das Sterben zu beenden. Und ich glaube, das ist auch das, was der Papst meint, wenn er jetzt zur weißen Fahne aufruft. Da geht es nicht um wirtschaftliche Vorteile, da geht es um Menschen. Nun wurde dem Papst dieses Zitat mit der weißen Fahne negativ ausgelegt. Er hätte gesagt, ja, das ist der Aufruf zur Kapitulation. Was ist denn dran an diesem Vorwurf, dass das auf Kapitulation hinauslaufen würde und der Papst genau das gewollt hat? Also Kapitulation heißt ja, ich gebe mich preis und akzeptiere alles, was mir aufdiktiert wird. Das ist das Gegenteil von Verhandlungen. Und ich glaube, es geht im Moment nicht darum, dass die Ukraine sagt, wir machen alles, was die Russen wollen und hören auf zu kämpfen, sondern es geht um die prinzipielle Bereitschaft, sich zusammenzusetzen, zu verhandeln, was sind die Forderungen beider Seiten und wie kann man dort einen Kompromiss finden, wo natürlich jeder etwas abgeben muss, aber wo am Ende nicht Menschen sterben müssen. Und so verstehe ich den Papst und die Vorwürfe, die da gemacht werden, es wäre eine absolute Kapitulation. Das sind die, die Krieg wollen. Die verzerren wieder das Bild, die verzerren das, was da gefordert wird. Das geht uns ja ähnlich wie dem Papst, um das mal so zu sagen. Wir als AfD fordern ja auch schon lange Diplomatie statt Waffen. Und auch uns wirft man vor, wir würden die Ukraine in die absolute Kapitulation zwingen wollen. Nein, wollen wir nicht. Die Verhandlungslösungen waren weit fortgeschritten, Anfang 22. Und auch damals gab es Kompromisslösungen, die eben keine absolute Kapitulation waren. Und ich glaube, das ist auch heute möglich. Und die Menschen, die das nicht wollen, die weiter Waffen liefern wollen, die weiter an Waffen Geld verdienen wollen, das dürfen wir nicht ausblenden, hier wird ja ein Milliardengeschäft betrieben in Größenordnungen, die diffamieren natürlich jede Diplomatieinitiative als Aufforderung zur Kapitulation. Und sehen Sie da jetzt irgendwo Verbündete, die Linkspartei, Frau Wagenknecht? Wir werden das sehen. Also wir werden das sehen. Es ist, wir haben jetzt diesen Antrag gestellt. Es kann sich jeder anschließen, der ehrlich an einer friedlichen Lösung interessiert ist. Die Linke müsste eigentlich zustimmen, weil auch sie argumentiert ja schon lange für eine diplomatische Lösung. Und auch Herr Kretschmer könnte zustimmen, weil auch er hat ja die Initiative des Papstes zumindest verbal unterstützt. Und es wäre jetzt an der Zeit, dass er als sächsischer Ministerpräsident eben tatsächlich auch Flagge zeigt und die Initiative eben nicht nur aus Rom kommt, sondern auch aus Sachsen. Dann kommen wir mal von der Gewalt im Ausland zur Gewalt im Inland und auch ganz konkret im Freistaat Sachsen. Im März 2024, also vor einigen Wochen, hat der sächsische CDU-Innenminister die neue polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt und ja, gesagt, hier, es gibt einen riesigen Anstieg der Gewaltkriminalität und dafür sind vor allem unsere Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Herr Whipple, gibt es eine so dermaßen eklatante Verrohung auf dem Schulhof, dass das damit allein zu erklären sei? Ja, das sind die typischen Ausreden, das muss man ganz klar so sagen. Es wird dann immer gesagt, ja, Kinder und Jugendliche und alle denken, das sind unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Aber ganz so ist es eben nicht, sondern wir haben eben einen großen Anstieg im Bereich der Kriminalität durch Zuwanderer, wie das so schön heißt. Da muss ich immer den Begriff erklären, denn die Regierung redet zwar von Zuwanderer, meint damit aber nie Polen oder Tschechen, die zum Arbeiten hier sind oder nach Deutschland gezogen sind, sondern im Prinzip alles, was mit Flucht und Asyl zu tun hat. Und daher rührt der Anstieg. Und wir haben ja mittlerweile also 8.852 tatverdächtige Nichtdeutsche ermittelt. Ja? Und zwar im gesamten letzten Jahr. Und das ist ein Anstieg um 1.700 Tatverdächtige. Und das ist schon wirklich ganz erheblich. Und wenn ich jetzt mal auf die Schulhöfe schaue, da ist natürlich auch klar, dort habe ich mittlerweile 2014 noch 5% Ausländeranteil gehabt von den Tatverdächtigen. Jetzt sind wir mittlerweile bei 29%. Und es ist ja nun nicht so, dass jedes dritte Kind auf unseren Schulhöfen oder jeder dritte Jugendliche ja, ein Ausländer wäre oder so. So ist es ja nicht, sondern der Anteil ist insgesamt ja noch deutlich geringer, wenn man das jetzt über das ganze Land sieht. Und damit sieht man einfach auch wieder, dass diese Leute aus einer anderen Erziehung kommen, dass sie anders mit Gewalt umgehen, dass sie auch eher bereit sind, Gewalt einzusetzen und dass das uns nicht gut tut. Und wenn wir dann mal schauen, wer sind denn unsere Opfer, das sind dann eben häufig deutsche Kinder. Ja? Und da wird ganz klar natürlich dann auch mit Diskriminierung gearbeitet. Ne? Und zwar
dahingehend, dass unsere Kinder in Schulklassen, wo sie vielleicht weniger sind, dann diskriminiert werden, dass Integration andersrum läuft, dass die Deutschen sich anpassen an das, was von außen quasi herangetragen wird. Und man hört es ja teilweise auch, wenn man durch die Stadt läuft und dann mal zuhört, wie unsere Kinder in bestimmten Stadtvierteln mittlerweile sprechen, da könnte man denken, dass sie irgendwie, was sind die, gerade einen Deutschkurs auf A1, A2-Niveau besucht haben, weil sie mittlerweile reden wie die anderen. Und das kann ja nicht der Weg sein, den wir hier in Deutschland gehen. Und dem muss die Regierung sich langsam aber auch mal stellen. Und das tun sie nicht. Und deswegen werden wir halt solche Debatten auch zukünftig führen, ne? So wie wir es jetzt im Plenum getan haben. Ja. Anderer Punkt sind natürlich auch Straftaten, die durch Sexualdelikte, ne? Als Beispiel sexuelle Übergriffe. Ne? Dort gibt es Bereiche, da haben wir teilweise 100% tatverdächtigen Anteil. Also gerade bei besonders schweren sexuellen Übergriffen 100% ausländische Tatverdächtige in diesem Jahr. Das sind jetzt kein Massenphänomen, das sind zwar nur 5 Fälle, im Vorjahr waren es 6, aber man muss sich mal auch in die Opferperspektive reinbewegen. Und dann sage ich, wenn diese Leute nie hier gewesen wären, dann hätte es diese Taten nicht gegeben. Nun ist die größte Gruppe der tatverdächtigen Zuwanderer, wie das in Behördendeutsch heißt, das sind die Syrer. Da wird die Regierung jetzt sagen, na, die können wir ja leider nicht abschieben. In Syrien herrscht doch immer noch Krieg, Bürgerkrieg. Wollen Sie etwa die armen Menschen in den Bürgerkrieg zurückschicken, Herr Wippe? Naja, jemand, der hier Schutz bekommen hat, der hat ja hier Schutz bekommen, weil die Bundesrepublik Deutschland ihm das gewährt hat. Wir als AfD haben da zwar eine andere Auffassung und sagen Schutz zunächst mal in den Nachbarländern bitte. Und dann müssen auch die internationalen Organisationen entsprechend unterstützt werden, dass sie auch ausreichend Geld haben, um das auch gewährleisten zu können. Aber die waren jetzt halt nur schon mal hier. Und da ist auch die Genfer Flüchtlingskonvention ganz knallhart und eindeutig. Wer Straftaten in dem Land begeht, das ihm Schutz gewährt, verliert seinen Anspruch auf Schutz. So, und wer in Deutschland eine Frau vergewaltigt, wer hier jemanden umbringt, welcher Körperverletzung zum Nachteil von Deutschen oder wem auch immer begeht, der hat sich hier nicht benommen. Und er hat offensichtlich für sich selber abgewogen, was ist mir wichtiger? Der Schutz in Deutschland oder eben eine möglicherweise ungewisse Zeit in meinem Heimatland? Und das muss man auch sehen, Syrien ist ja auch wieder in der Arabischen Liga, wieder aufgenommen worden, ja, auch von seinen Nachbarstaaten, die auch verfeindet waren. Also da müsste man noch langsam mal anfangen, wieder diplomatische Beziehungen aufzubauen, dort eine Botschaft aufzubauen, auch von Seiten des Westens her und mal eine neue Lagebeurteilung zu machen. Und vor allem jemand, halt, der kriminell ist, der kann dann auch dahin. Und da interessiert mich dann wirklich relativ wenig sein persönliches Schicksal, sondern er stellt sich ja auch über unsere Gesellschaft. Ich möchte dort bloß noch mal kurz ergänzen. Also es ist ja nicht so, dass der Westen dort einheitlich auftreten würde, gerade was die Einschätzung von Syrien als Kriegsgebiet angeht. Wir haben andere westliche Demokratien wie Dänemark zum Beispiel, die jetzt durchaus beginnen, nach Syrien abzuschieben, weil eben in einem Großteil des Landes schon lange kein Krieg mehr ist und weil Dänemark das so einschätzt, dass dorthin abgeschoben werden kann. Also auch das ist natürlich eine deutsche Entscheidung, dort zu sagen, wir lassen das noch nicht zu. Also natürlich auch die deutsche Politik in der Verantwortung. Nun gibt es bei den Messerangriffen, ich will noch mal ins Detail gehen, Polizeidirektion Chemnitz, 109 deutsche Tatverdächtige, 126 Nicht-Deutsche, Polizeidirektion Dresden, 133 deutsche Tatverdächtige, 168 Nicht-Deutsche Tatverdächtige. Also hier bei diesen schweren Straftaten mit Messern, es kam ja immer das Stichwort der Messermigranten auf. Ja. Würden Sie sagen, dass das dann hier gerechtfertigt ist, wenn man solche Zahlen vorliegen hat, auch so derb von Messermigranten zu sprechen? Es ist natürlich in gewisser Hinsicht eine Zuspitzung, die das Problem beschreibt. Das muss man sagen. Klar ist natürlich, dass nicht jeder, der als Migrant nach Deutschland kommt, jetzt mit dem Messer rumläuft und die Leute absticht. Das ist nicht der Fall. Aber Fakt ist, dass die Leute einfach gesamt gesehen auf die Bevölkerung, mal auf 100.000 Personen gerechnet, deutlich überrepräsentiert sind. Und das ist ein Phänomen, das ist mitgebracht worden. Und das ist ein Phänomen, vor dem haben unsere Leute natürlich auch Angst, dass sie halt mit Messern angegriffen werden. Und in den Großstädten ist es nie so weit hergeholt. Und jetzt ist ja auch die Frage, wer sind die deutschen Tatverdächtigen zum Beispiel in so einem Fall? Sind das vielleicht auch Leute mit einem entsprechenden Migrationshintergrund, die aus solchen Ländern kommen? Das wissen wir nicht. Das wird uns auch nicht gesagt. Gibt die Statistik nicht her und es wird auch in der Statistik nicht erfasst, auch wenn wir das schon seit Jahren fordern. Aber die werden schon wissen, warum man das eigentlich nicht wissen will. Was fordern Sie denn jetzt ganz konkret von Innenminister Armin Schuster? Der redet sich ja immer raus,
Ich kann leider nichts tun, weil die Ampel so schlimm ist. Erstmal an Herrn Wippel und dann auch vielleicht an Herrn Orban zur Ergänzung. Ja, also ich gebe Herrn Schuster ja nur ungern recht, aber die Ampel ist schon schlimm, ja, aber das ändert ja nichts dran, dass er seine Arbeit halt einfach auch schlecht macht. Wenn ich sehe, wie viele Abschiebungen am Ende scheitern, das ist einfach auch die Mehrheit der Abschiebeversuche scheitert. Es scheitern selbst Abschiebeversuche aus dem Gewahrsam heraus, ja, dass die Leute nicht weggebracht werden können. Und ein Großteil der mehrfach Intensivstraftäter, Ausländer, also die sogenannten Mieters, ist ja auch immer noch quasi in freier Wildbahn unterwegs. Es sitzen zwar einige im Gefängnis und einige sind auch per Haftbefehl gesucht, aber die Mehrzahl ist eben doch auf freiem Fuß und kann dort weiter die Straftaten begehen und alle anderen in Verruf bringen. Und das wäre der allererste Schritt, mit dem er mal ganz konsequent anfangen müsste. Da muss Polizei und Justiz gemeinsam zusammenarbeiten, um auch mit den Ausländerbehörden hier fallbezogen, dass diese Leute als allererstes mal wegkommen. So, das wäre der erste Schritt. Das ist ein zwingend notwendiger Schritt und dann muss alles darauf hingelegt werden, dass solche Abschiebungen am Ende auch funktionieren. CDU redet immer von Humanität und Ordnung, aber was Humanität und Ordnung bei der CDU bedeutet, die dieses Land ja auch schon sehr, sehr lange regiert, ne, seit über 30 Jahren mittlerweile hier in Sachsen, das sehen wir halt eben jeden Tag. Und ich bringe nochmal die Zahl, der Anstieg bei den ausländischen Tatverdächtigen unter den Jugendlichen von 5% auf 29%. Und das Ganze in 10 Jahren, das ist das Ergebnis von CDU, Humanität und Ordnung. Herr Orban, was kann man tun, um diese Zustände zu beenden, wenn man Ministerpräsident werden sollte? Herr Wippel hat es schon angesprochen, also die nicht ausreichend durchgesetzte Abschiebung ist ein großes Problem. Wir haben, ich glaube, fast 16.000 Ausreisepflichtige in Sachsen, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, wo der Freistaat die Abschiebung organisieren muss. Das wird in Sachsen nicht in der ausreichenden Konsequenz gemacht. Deswegen wächst die Zahl und unter diesen Ausreisepflichtigen sind natürlich auch sehr viele, die straffällig geworden sind. Also dort muss viel mehr unternommen werden und die wachsende Kriminalität durch die illegale Einwanderung ist eines der größten Probleme, was unser Land hat. Und es wird höchste Zeit, dass der Herr Kretschmer oder der Ministerpräsident, wir werden es machen, wenn wir in der Regierung sind, das tatsächlich zu einer zentralen Aufgabe machen. Diese Verpflichtung zur Abschiebung gehört in die Staatskanzlei und nicht in eine Abteilung des Innenministeriums. Das ist eine wichtige Aufgabe, weil das gefährdet unsere Gesellschaft als Ganzes in vielen Bereichen. Das muss Chefsache werden und dann muss es eben auch konsequent umgesetzt werden. Das ist der Bereich Abschiebung, halte ich für essentiell. Auch das Signal muss ausgehen aus Sachsen. Wer hier kriminell ist, der fliegt. Das muss eine ganz klare Ansage sein. Das muss auch jeder wissen, der hierher kommt als Migrant, egal ob er Kriegsflüchtling ist oder aus anderen Gründen hier ist. Wer hier kriminell wird, der fliegt. Das muss eindeutig für jeden sichtbar sein. Und das Zweite ist natürlich, wo setze ich die Prämissen überhaupt bei der Strafermittlung? Das geht dann auch mehr in den Bereich der Justiz. Wir haben ja eine grüne Justizministerin. Also es ist auch wichtig, dass unsere Staatsanwälte sich gerade mit dieser Gewaltkriminalität auseinandersetzen und nicht mit Meinungsdelikten. Wenn ich aber eine Justizministerin habe, die den Staatsanwälten sagt, macht mal schwerpunktmäßig Hass und Hetze im Netz, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Kraft und die Energie eben nicht mehr da ist, sich um die wirklichen Gewaltstraftaten zu kümmern. Also auch dort ganz wichtige Prämissensetzungen müssen aufhören, schwerpunktmäßig uns mit Meinungsdelikten zu beschäftigen, was ohnehin falsch ist, weil die Meinungsfreiheit natürlich für eine Demokratie essentiell ist. Nee, diese Energie muss auf die wirklichen Problembereiche gelenkt werden und das ist insbesondere die Gewaltkriminalität. Nun haben einige Juristen, an Sie nochmal, Herr Wippel, die Frage, aufgeworfen, wie es denn sein kann, dass diese große Islamistendemo in Hamburg überhaupt stattfinden kann, dass dort ein Kalifat ausgerufen wird und dass der Verfassungsschutz dann nicht etwa diese Szenen durchleuchtet, sondern eben beim angeblichen Rechtsextremismus die Priorität sieht. Was kann denn das noch zum Schluss der Verfassungsschutz rein theoretisch tun, um hier religiösen Extremismus zurückzudrängen? Naja, wir haben ja immer den Eindruck, dass der vermeintliche Rechtsextremismus ja quasi der Schwerpunkt ist. Man hört es ja immer wieder, die größte Gefahr in Deutschland geht ja angeblich vom Rechtsextremismus aus. Und damit sind natürlich wir als Alternative für Deutschland gemeint. Und dass Naja, in der Corona-Zeit waren es auch viele Demonstranten, da waren die es sich nicht hätten Regierungskritiker. träumen lassen, dass sie so schnell zum Rechtsextremisten werden, ne? Genau, oder zu Staatsdelegitimierern, wie auch immer. Aber es geht um Meinungsdelikte in erster Linie, ne? Oder nein, noch nicht mal Meinungsverbrechen. Denn es ist ja noch nicht mal, sind ja nicht mal strafbare Witze Handlungen, über Grüne. die da begangen werden. Ja, genau. Witze über Grüne in Plakatform und schon gibt es Hausdurchsuchung.
nicht in Sachsen, war jetzt in Bayern das Beispiel. Ne? Genau, aber die Frage war, was kann der Verfassungsschutz machen? Also er muss natürlich alle extremistischen Phänomenbereiche gleichermaßen beobachten, das ist klar. Er kann sich freie Kapazitäten schaffen, wenn man nämlich aufhört, sich eben mit dieser Delegitimierung des Staates und seiner Institution zu beschäftigen, ja, was ja auch mit Recht nichts zu tun hat, sondern das sind soziologische, politwissenschaftliche Auslegungen von Gedanken, die man aber natürlich auch haben darf, die man nicht zwingend haben muss, aber die man durchaus eben haben darf, die es in gewisser Weise natürlich auch in der Demokratie geben muss, von Seiten einer Opposition, die eben mit Missständen auch anspricht und das Ganze eben auch scharf macht. So, und jetzt müssen die halt schauen, verplempere ich meine Arbeitszeit da an dieser Stelle oder gehe ich eben auch in die anderen extremistischen Phänomenbereiche rein? Und der Islamismus ist aus meiner Sicht und noch perspektivisch die größere Gefahr. Die Taliban haben nicht umsonst gesagt, ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Ja, da werden andere Kategorien, andere Maßstäbe angelegt. Und da sage ich nur, legalistischer Islamismus, die machen noch nicht mal was falsch, im Sinne von, dass sie gegen Gesetze verstoßen würden. Und da muss man schon ganz klar einen Blick drauf haben. Und da muss halt auch dahingehend gearbeitet werden, dass so eine Zuwanderung zukünftig nicht mehr stattfindet, in dieser Größenordnung. Dass wir diejenigen loswerden, aus dem Land rausschicken, die hier solche Hassbotschaften eben verbreiten. Das kann man machen mit den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, wenn es nicht Deutsche sind. Und und da muss man natürlich auch mit dem Vereinsrecht an so einer Stelle zuschlagen, wenn das Vereine sind. Und in Sachsen haben wir auch solche Vereine. Natürlich immer wieder kommt mal einer hoch. In Sachsen ist es zum Glück noch nicht ganz so schlimm wie in Hamburg oder in anderen Regionen. Aber die Zielsetzung ist klar. Kalifat in Deutschland, das wollen die haben und das wollen wir nicht. Und das wird ein richtiges Problem für die nächsten Jahrzehnte werden an der Stelle. Und deswegen alles das, worüber wir reden, über Einwanderung, über Kultur, wie soll unser Land in Zukunft aussehen, das ist alles eine Debatte, es gehört dazu, wie wir uns als Gesellschaft finden. Und so ein Verfassungsschutz muss warnen an der Stelle. Aber er muss die Behörden warnen und die Behörden müssen handeln und dürfen eben nicht abwiegeln. Ja, wo man sich auch mächtig den Mund verbrennen kann, ist, wenn man auf Gendersprache verzichtet. Das ist das dritte große Thema, was wir jetzt haben. An Sie, Herr Kirste, erstmal die Frage, es kursieren ganz viele Fälle, wo Studenten, die sich weigern, die Sternchen zu setzen in ihren Hausarbeiten an der Uni Leipzig oder TU Chemnitz und so weiter und so fort, dass die dann schlechtere Noten bekommen, ne? Wie kann denn so etwas überhaupt sein? Wir haben ja eine amtliche Rechtschreibung. Ja, das ist eine gute Frage, wie das sein kann. Die Gendersprache ist ja letztendlich nichts anderes als ein wokes, linkes, ideologisches Konstrukt. Was 92% der Sachsen ablehnen, kein Mensch will das. Also ich würde mal gerne die Partei sehen, die 92% der Stimmen zusammenbekommt. Also sprich, plus 8% wollen diese Gendersprache haben. Und die sollen sie von mir aus auch zu Hause sprechen. Aber in der Verwaltung, in den Schulen, in den Universitäten gehört das einfach nie rein. Es ist nie eine gewachsene Sprache gewesen. Nun sagt das ja häufig auch die CDU, dass sie die Gendersprache an den Schulen zum Beispiel nicht will. Wie sieht es denn dann in der Realität aus? Ja, wie immer. Die CDU, die sagt immer sehr viel, aber handelt völlig anders. Wir hatten vor, ich glaube, 2023 einen Antrag eingebracht, der hieß, endlich das CDU-Positionspapier zur Gendersprache umsetzen. Da hatte ich die Rede gehalten und habe gesagt, liebe CDU, das ist diesmal 100% von Ihnen, was hier drin steht. Sie können da ganz beruhigt zustimmen. Die Konsequenz war Ablehnung. Fadenscheinige Argumente, irgendwas hat man da an den Haaren herbeigezogen, ohne Hand und Fuß. Es ist einfach, es darf nicht sein, was von der AfD kam. Aber auch wenn es der eigene Inhalt ist. Auch wenn es der eigene Inhalt ist, genau. Ja. Was würde es denn jetzt bedeuten? Jetzt wollen Sie ein Gesetz. Ne? Jetzt wird per Gesetz geregelt, eigentlich in der Selbstverständlichkeit, es muss die amtliche Rechtschreibung auch eingehalten werden. Ne? Nun kam in der Landespressekonferenz die Frage auf, ja, was ist denn, wenn das dann einzelne Lehrer, Universitätsprofessoren und so weiter und so fort dann doch nicht machen? Gibt es da irgendeine Handhabe, die Sie dann in der Hand haben?
Das muss ja im Nachgang mit dem Gesetz natürlich auch mit eruiert werden, wie man das handhabt. Wenn derjenige das zu Hause macht, ist das völlig in Ordnung. Kann jeder sprechen, wie er will. Klingt immer wie ein Sprachfehler, wie ein Schlimmer, aber wenn die das machen, sollen sie es machen. Aber in den Universitäten, in den Schulen, in der Verwaltung gehört das einfach nie rein. Weil es eben unlesbar wird, wenn man eine Satzung vor sich hat und liest das durch oder eine Masterarbeit und liest diesen Inhalt und hat dort immer wieder irgendwelche Wortkrüppel. Mhm. Nun steckt da ja eine Ideologie dahinter, wie Sie schon angesprochen haben, nämlich, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Nun gibt es ja Fußballfans, die skandieren dann mit großen Plakaten, es gibt nur zwei Geschlechter, und diese Fußballvereine werden dann zu sehr hohen Geldstrafen verurteilt. Ne? Also wie kann es denn sein, dass sich anscheinend staatliche Einrichtungen über die Biologie hinwegsetzen wollen? Wie kann das sein? Das ist wieder eine Frage, die man vor 20 Jahren hätte noch gar nicht fragen müssen, weil so einen Unsinn hätte es da einfach nie gegeben. Jetzt diskutieren wir über sowas. Alle wichtigen Themen, die aber in unserer Gesellschaft sind, die werden irgendwo immer weiter ausgeblendet. Das ist ja der Irrsinn. Und es gibt natürlich nur zwei Geschlechter. Ich habe noch nie ein anderes gesehen, außer einen Mann und eine Frau. Mhm. Jetzt ist derzeit auch kurz vorm Abschluss das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Die Frage vielleicht mal an Herrn Urban. Man kann sich dann also jährlich das Geschlecht neu aussuchen. Was glauben Sie, wie viele Sachsen das überhaupt betrifft, die sich jedes Jahr ihr Geschlecht neu aussuchen wollen? Also das wird sich im Promillebereich bewegen. Wir haben das ja jetzt schon gemerkt, nachdem es möglich geworden ist, dass man sich bei der Meldebehörde für den Passort und Ausweis das dritte Geschlecht anmelden kann. Dann wissen wir, dass es Promillebereich ist in Sachsen. Also es betrifft kaum jemanden. Das Problem ist, wir haben einen riesen Verwaltungsaufwand damit. Also gerade wenn das in Anspruch genommen wird, ist das natürlich immer ein riesengroßer Verwaltungsaufwand. Vor allem, man muss ja davon ausgehen, dass die Leute, die das tun, das dann auch ab und zu mal zurückschalten wieder. Und dann ist wieder ein Verwaltungsaufwand damit verbunden. Also ich glaube, das Problem, was wir mit der Gendersprache prinzipiell haben, ist, dass wir den Kindern ja das Sprechen schwer machen. Die sollen die deutsche Sprache lernen. Unsere eigenen Kinder sollen ordentliches Deutsch lernen. Und für die ausländischen Kinder, die jetzt zu großen Zahlen in unseren Schulklassen mitsitzen, ist ja noch viel schwerer, wenn man eben nicht eine saubere deutsche Sprache hat, so wie es im Duden steht, sondern wenn man dort verschiedene Fantasiekonstrukte dann immer mitdenken muss. Das macht es sehr schwer. Und insofern denke ich mal, das geht alles völlig in die falsche Richtung. Ich glaube, das Ausland lacht uns auch aus dafür, was wir hier tun. Und das lenkt uns, da gebe ich Herrn Kürste völlig recht, von den eigentlichen Problemen unserer Gesellschaft ab. Unser Problem ist doch nicht, dass wir nicht genau wissen, welches Geschlecht wir haben. Also das ist ja 92% wollen das nicht und 99,9% wissen, was für ein Geschlecht sie haben. Also es ist ein Fake-Problem, was aber unheimlich viel uns beschäftigt. Die Journalisten beschäftigt, die Politiker beschäftigt, die Lehrer beschäftigt, die Schüler beschäftigt. Und das ist ein Scheinproblem. Wir haben wesentlich größere Probleme im Land als diese Definition des Geschlechts. Und vielleicht nochmal ein Wort zur CDU, weil Sie fragen ja auch, warum ist das möglich? Normalerweise, wenn es 92% der Wähler nicht wollen, sollte es überhaupt nicht möglich sein. Sollte man denken, im Landtag ein Antrag, keine Gendersprache, 92% heben die Hand und dann ist es weg. Die CDU passt sich hier an und sie passt sich einmal mehr dem grünen Gedankengut an. Herr Kretschmer hat die Grünen ins Koalitionsbett mit reingenommen für seinen eigenen Machterhalt und er muss in bestimmten Bereichen natürlich jetzt auch das tun, was die Grünen verlangen. Und die Gendersprache ist so ein Bereich. Wenn es die CDU mit ihrem Positionspapier, was sich ja dezidiert gegen die Gendersprache richtet, ernst meinen würde, dann würde sie ja selber ein Gesetz machen. Also es muss ja kein AfD-Antrag sein, der am Ende zum Gesetz wird. Das kann die CDU ja selber machen. Wir würden zustimmen. Aber sie machen es nicht. Und insofern muss man sagen, so ein Positionspapier ist dann tatsächlich Wählertäuschung, weil wenn es konkret wird, dann passiert nichts. Und am Ende, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt irgendwie einen Lehrer oder einen Universitätsprofessor zu bestrafen. Da wird es dann ein Disziplinarrecht geben, aber das spielt gar nicht die Rolle. Es klang ja an, es darf doch nicht möglich sein, dass ein Lehrer oder ein Professor frei entscheidet, jemand eine schlechtere Note zu geben, bloß weil er in sauberem Dudendeutsch schreibt. Das darf es nicht geben. Das muss verhindert werden. Also wir müssen auch den Studenten und den Schülern rechtlich den Rücken stärken, dass sie mit einem sauberen Deutsch, so wie es im Duden steht, so wie es auch offizielle Sprache ist, ihre Arbeiten schreiben und dafür nicht schlechter benotet werden. Ein weiteres Problem, die Frage gebe ich nochmal an Herrn Kürste, ist ja dann, dass 14-Jährige in Zukunft schon bestimmen dürfen, ob sie vielleicht Pubertätsblocker und so weiter und so fort einsetzen. Viele, das wurde auch in der Anhörung im Landtag genannt, 9 von 10 bereuen das im Nachhinein.
also die solche Maßnahmen an sich selbst vorgenommen haben, aus einer vorübergehenden Verwirrung. Was wünschen Sie sich da, was als Leitbild vorgegeben wird von unserem Staat für die Jugendlichen? Was wünsche ich mir? Dass natürlich erstmal derjenige zu einer vollen geistigen Reife kommt, bevor er so eine Entscheidung überhaupt erstmal trifft. Mit 14 darf ich die meisten Dinge im Laden noch nicht mal kaufen. Genau, ich darf nicht mal ein Bier kaufen, aber mein Geschlecht darf ich ändern. Also das ist doch ein völliger Nonsens, der hier betrieben wird. Und wie Sie schon sagen, dass 9 von 10 das wieder bereuen, sagt ja viel aus. Also ganz, das muss aufhören, dass hier muss ein Gesetz erlassen werden, dass das wieder rückgenommen wird. Da bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Kirste, für die Ausführung zum Gender-Sprachgesetz, bei Ihnen, Herr Fippel, zu den Erkenntnissen zur Ausländergewalt und bei Herrn Urban zu den Ausführungen zu Friedensverhandlungen. Und wir sehen uns im Juni noch einmal wieder. Jetzt so langsam geht es auf die Zielgerade der Legislaturperiode. Also bis bald.